Was geht ab, Monosi-Fighter Oserio, und heute wieder mit Summons im Stream. Wir werden einen Durchlauf fahren beim vierfachen Vegeta, LS Super Saiyan 4 Vegeta. Ich wollte da nochmal auf jeden Fall reingehen. Typ am Zocken, lieben Dank für deinen vierten Restart. Was geht ab? Ich wollte hier auf jeden Fall nochmal reingehen, Freunde, wo man einen Versuch geben, bevor der Discount abläuft. Nicht unbedingt wegen LS Vegeta Dupe. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem einen. Auch noch mit Karot. Auf jeden Fall, und Goethe haben wir auch gezogen. Ich hätte aber gerne einen Dupe für Evo und Thales. Das wäre mein Ziel für die vier Multis. Wir gucken mal, wie das Ganze ablaufen wird. Danach können wir noch rüber auf Global. Das ist ja quasi so Collaboration Summons, Global X JP, Dokkan Summons. Und auf Global können wir dann noch einen Durchlauf bei Broly wagen. Wir hatten gerade ein paar Probleme, die im Stream dabei waren. Die haben mitbekommen, was für ein Chaos das gerade war. Zum Glück hat noch alles funktioniert. Und ich hoffe, es endet nicht alles zum Guten. Deswegen legen wir mal mit dem ersten Multis zusammen los, Freunde. Und genau. Gucken wir mal, wie das Ganze abläuft. Ich wünsche auf jeden Fall jeden von euch Glück, der noch summon wird, egal in welchem Banner. Jawohl, ein Dokkan-Exzision haben wir. Ein Dokkan-Exzision haben wir. Egal in welchem Banner, Freunde, sei es Global, JP, überall. Ein Dokkan-Exzision ist es. Welcher wird es sein? Marboy, Herkul auf Satan. Ich sag jetzt immer falsch. Herkul auf Buu natürlich. Schauen wir mal. LS Super Saiyan 4 Vegeta Incoming. Das wäre brutal. Wenn das passiert, wirklich, nach dem, was gerade abgelaufen ist. Um es kurz zu fassen, Freunde, ich hatte Angst um meinen JP-Account, weil ich hatte nicht transiert bekommen. Da hat irgendwas nicht funktioniert mit dem Facebook-Backup oder tralala. Im Endeffekt habe ich es doch geschafft. Und jetzt gucken wir, was abgeht. By the way, die Musik stimmt nicht. Das ist eine andere Musik, die gerade läuft. Achso, ich habe die Musik... Blinkt! Ja, nein! Wer ist das? Doch, das ist der Elia! Das ist der Elia! Ich dachte gerade, es ist der vierfache AGL. Jawohl! Genau so sollte es laufen. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, ist es der AGL oder was ist da los? Oh mein Gott. Ich war gerade total weg. Ich hab's gecallt. Er hat's echt gecallt. Was geht? Er dachte AGL. Ich dachte echt der AGL. Oh mein Gott. Herkul auf Satan, it is. Herkul auf Buu natürlich. Was? Krass, richtig geil. Oh mein Gott. Ah, dafür brauchen wir erstmal einen Wii-Moment. Was geht, Freunde, mit dem Bait the Voice Drops? Komme im Stream und sehe das. Genau das, Freunde. Ich dachte mal, es ist der Elle, aber es war der AGL. Ey, ich hab grad. Oh mein Gott. Mach Multimono, aber. Nein. Wir nehmen den Durchlauf auf jeden Fall mit, Freunde. Wir nehmen den Durchlauf sowas von mit. Oh mein Gott, Freunde. Oh, ja! Oh mein Gott. Was? Was für ein geiler Multi. Oh, das ist ein sehr, sehr schöner Multisam. Noch ein Dupe für Freezer, mein Boy. Was? Das ist der dritte Dupe auf JP, wenn mich alles täuscht. Richtig geil. Digga, ohne Spaß, ey. Da macht den Durchlauf weit. Auf jeden Fall einfach ein Dupe für LFI von Vegeta. Richtig geil. Ich hoffe, es läuft einfach bei jedem so, wie es läuft, ey. Ohne Spaß. Aber ich hab grad richtig zappeln, ey. Ich hab grad richtig zittern. In der Hose, wegen dem, was gerade passiert ist, ey. Ohne Spaß, wegen den technischen Fehlern, ey. Und dann passiert sowas richtig geil. Der Mutti ist nicht krank. Best Mutti, EOS, Freunde. Lieben Dank für euren ganzen Support und Unterstützung natürlich. Also wirklich riesen Respekt und Shoutout. Wir haben neulich erst die 19.000 erreicht. Und wir sind kurz vor den 20.000, Freunde. Also es ist atemberaubend, wirklich. Jetzt Elevator Incoming. Yume Calls. Yume hat die Calls hier parat. Wie viele Redcoins? Ich habe, ich glaube, ein bisschen mehr als 200 habe ich. Also with Wade and JP. Nein, alles gut. Oh mein Gott, was war das gerade? Das war richtig geil mit dem Vegeta. Vor allem die Reaktion noch, weil ich habe am Anfang gedacht, das ist er. Dann dachte ich, nein, warte, das ist ja nicht wegen dem vierfachen AGL. Ein 20.000 Special wird es geben, Freunde. Ich habe mir noch auch was Spezielles überlegt. Hab Guter Blue back to back gezogen. Gratuliere dir, mein Freund. Also, du musst ins Grafikkollegen helfen, aber morgen das Video. Mau, alles gut, Owizy. Lieben Dank, dass du dabei warst, mein Freund. Nach 208 Stones nur Goku und Vegeta bekommen und dank den Free Stones am Morgen endlich Vegeta bekommen. Genau das, sehr schön. Freut mich für dich, mein Freund. Was geht ab? Okay, jetzt haben wir einen cooler Multi gehabt. Nicht schlimm, ohne Spaß. Nicht schlimm auf jeden Fall. Uff.
Kommt zu 20k ein Special? Ja, Freunde, auf jeden Fall. Ah, ich weiß nicht. Also ja, es kommt auf jeden Fall, aber... Ich habe gerade Schiss hier zu drücken, um ehrlich zu sein. Weiß nicht warum. Weil ich weiß, warum ich gerade einen Rückzieher gemacht habe. Sollen wir den... Habt ihr Free Stones, Free Ticket oder so? Sollen wir den Free Multi... Oh, Featured Charakter, ein Featured. Sollen wir den Free Multi, den danach zum Group Sum machen, Freunde? Hättet ihr Bock drauf? Dann geht es auf jeden Fall durch. Beim nächsten Mal wirklich Alligator. Schauen wir mal. Ein Featured haben wir am Start. Haben wir Godku? Ja! Man hat gesagt, warte, du musst kurz zurück und dann klickst du nochmal drauf. Jetzt haben wir Godku-Animation. Ah, okay, warte, wir haben Godku. Könnte auch sein, dass es drei SSR sind. Also müsste nicht unbedingt ein Featured am Start sein. Aber gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Mach vor dem Free-Multi ein Friend-Multi. Aber jetzt sitzt. Eo, wie geht der jetzt, sagt einer. Elegrita sagt einer, ich spüre es. Thales sagt einer. Wer ist es? Ist es Bull? Nein, ist die falsche. Nein, ist die von Heroes. Ah, ich hatte gedacht, das ist die Fusion von Pan und Bulla, glaube ich. Ich dachte, es wäre Bulla, die Tech, die wäre krank. Aber ja, die nehmen wir auch. Let's go. Drei Featured, aber... Drei, ich glaube, es sind drei nicht Featured, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal. Ja, okay. Es sei denn, der GSSR wäre Featured, aber das wäre total Katastrophe. Ja, drei nicht Featured, okay, drei nicht Featured waren es. Egal! Drei SSR, korrekt, der Mutti war auch geil, der Mutti auf jeden Fall auch geil. Also, Freunde, was sagt ihr? Group Summon Time? Würde einfach mal sagen, ja, diejenigen, die mitmachen können, egal welches Spiel eure Wahl. Sei es ein Free Ticket, den ihr raushauen könnt, sei es ein Daily by Legends, einfach gleich mitmachen. Und let's go. Letzter Free Multi hier. Danach muss ich auf jeden Fall nicht mehr rein. Also bei allem Respekt, der Boy, dass er im ersten Multi kam, es war gestört. Und dann haben wir für Dienstag, Freunde. Dienstag werden wir auch live gehen, wenn das LR Baby Banner online kommt. Das Legendary Banner von LR Baby, LR Goku, Trunks und Pan. Und da haben wir dann diese 400 Stones. Wahrscheinlich komme ich über die Tage auf 500, weil das Extreme Easy Battle haben noch. Und dann gehen wir damit 500 Stones in das Banner von Baby rein. In den Streamplan, dieser wird Montag jeden Montag aktualisiert. Da könnt ihr dann aus dem Streamplan entnehmen, wann genau wir live gehen werden, Freunde. Der ist in der Videobeschreibung unter jedem YouTube-Video, hier auf Twitch oder auf Discord. Also, warte noch ein Stone. Group Summon Time, um somit auch letzter Multi hier in diesem Banner. In 15 Stunden sind die Discounts weg. Dann können sie auch von mir auch weg sein. Und wir haben irgendwas. Okay, wir haben irgendwas. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben irgendwas. Danach gehen wir noch rüber auf Global und da habe ich auch drauf geschaut, was abgeht. Also, ich sehe runter, okay? Ich bin jetzt nicht sicher, ob ihr mitmacht oder nicht. Aber die auf YouTube, wenn ihr mitmacht, lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Oder auf den Social Media Kanälen, Twitter, Discord, Instagram, was ihr gezogen habt. Ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Ich hoffe, ich kann meinen Luck weitergeben. 3, 2, 1! Group Sometime, Baby. Let's go. Ist schon bekannt, was der LA Baby kann? Noch nicht. Hab in Global Strength Trunks Mai gezogen. Gerade eben, oder was? Gratuliere dir. LA geht... Oh, jetzt gucken wir mal. Gucken wir, was hier abgeht. Gucken wir, was hier abgeht, Freunde. Könnte auch nur der GSSR sein. Wirklich, also. Schauen wir mal. Wäre egal, wenn wir ein bisschen mehr ziehen. Natürlich, so ist es nicht. Aber... Vegeta! Okay, der ist featured, oder? Hier in dem Banner. Physisch Vegeta. Alles klar, komm, nehmen wir mit. Was soll man sagen? Nehmen wir mit nach dem ersten Multi, wie brutal der war. Da beschwere ich mich auf keinesfalls. AG West Sky, SM. Rage Vegeta, was? Ja, damit, letzter Dupe für den. Das war auch ein sehr schöner Multi. Sehr schön, Freunde. Das war auch ein wirklich sehr, sehr schöner Multi noch am Ende. Und so, dementsprechend. Oh mein Gott, Agel Gogeta Dupe. Hast gerade Agel Gogeta Dupe gezogen im Group Summon. Gratuliere dir, Mann. Dupe für LR Vegeta bekommen. Absolut GG. Hashtag Streamluck. Genau so soll es laufen, Freunde. Genau so soll es laufen. LR Cell. Habt ihr gerade alle so krank gezogen? Agel Broly. Ja, jetzt geht's ab, Freunde, oder? Jetzt geht's ab. Okay, Freunde. So viel zu den JP Summons. Wir switchen gleich rüber zu den Global Summons. Alles klar, Freunde. Wir sind auf Global. Ihr seht aber schon, wir sind hier beim zweiten Multi. Den ersten Multi, den habe ich gestern im Stream machen können. Und wie der verlief, Freunde, das kann ich euch kurz sagen. Also, Freunde, was geht ab? Wir sind wieder im Livestream Oreni und haben mal so kurz einen Sneaky Multi Summon. Ball! Broly, let's go. Schauen wir uns das Ganze an, wie das Ganze abläuft jetzt. Und wir haben hier Vegeta.
Okay, Leute. Sehr schön mit Vegeta. Ich wünsche dir sehr viel Glück. Dankeschön. Bei Nacht. Schauen wir mal. Ein Mut ist dann bei Nacht. Ah, da hat mir schon Glück. Da ist schon Hoffnung auf Gotku. Und der erste ist Dodoria. Die zweite ist C18. Ich glaube, es nur der GSSL Mate sein. Paragus Sorinio. Bait geht, der Bait legit. Tipp auf Super Saiyan 3 Broly, schau mal. C19. Ich glaube, es ist nur der GSSR. Majin Buu. Ja, hör auf bitte. Ja, genau das, Babidi. Ciao. Achso, okay. Ah. Oh, beste Multi, den ich seit langem gemacht habe. Genau dies. Das war einfach nur der GSSR. Ganz trocken C13. Ja, so viel zu dem Multi von, ja, vom ersten Step. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Step 2 und gucken uns das Ganze mal, was hier abläuft bei unserem Boy Broly. Das sind die Free Stones, die wir bekommen haben. Heute die 100 Stones. Und vorhin, ja, wenn ihr das auf YouTube dann im Nachhinein einseht, das sind die Stones, erste Platz-Stones. Wenn sie gut sind, dann habt ihr sie. Das sind nicht nochmal neue 100 Stones. Das ist dann natürlich in der Vergangenheit, wenn ihr das auf YouTube anseht. Wir haben hier noch 3 Multis dementsprechend. Und da habe ich mal drauf geschaut, was hier abgeht. Ganz ehrlich, wenn ich gerne haben würde, wäre Isei Broly, habe ich im Sam-Video gesagt. Aber mir ist einer nicht aufgefallen und ich habe ihn total vergessen. Paragus. Paragus für mein, als Supporter für mein Pure Saiyan Team, mein Pure Saiyan Team auf Globe ist richtig nice. Der wäre auch nicht schlecht. Ich feiere Broly mehr als Physisch Broly, weißt du warum? Ja, der ist auf jeden Fall eine Bombe, der ist echt gut auf jeden Fall. Terrano Stones free to play bei Goethe, jede Feature im Banner gezogen, aber nicht Goethe RIP, schade. Oh, leider kein Waits. Hatte extra für Goethe und Broly gecashed auf Globe 700 Stones und keinen bekommen, aber heute mit den 100 Free Stones beide gezogen. Gott sei Dank, jemals in meinem Multi, Gott sei Dank sind auch gedroppt, Mann. Bin kein Nuka-Spieler, hab aus Spaß Account erstellt und mit den 140 Freestones dreimal wieder gezogen. What? Ist doch nice. Vielleicht ist es ein Anzeichen, dass es anfangen sollte. Ich sag entweder Kale oder Argel Broly. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Argel Kidbu it is. Schöner, trockener GSSR. Man kennt's auf Global. Egal. Schauen wir, was abgeht. Hab 3 Durchläufe bei Broly gemacht und den Schulden nicht gezogen, statt SAG Brokkoli auf Rainbow. Fusion. Ja. Nein! So am Welt, das hat so lange gedauert, ich dachte, der fusioniert sich. Aber muss sagen, hab bei JP viel mehr Glück, einfach LR Goku, LR Vegito und bei der Ticket bei LR Goku und Freezer bekommen. Jetzt zeigt JP einfach mehr Liebe. Ja, mal läuft's da gut, mal läuft's da gut, mal läuft's gar nicht gut, mal läuft's auf beiden gut, Freunde. Das ist halt so typisch Dokkan, oder? Wann kommt Bullas Awakening? Meinst du auf Global? Könnte dauern. Hab Paragus gezogen, hab Evo Vegeta aber nicht, wie kann ich ihn benutzen? Ja, in dem Pure Saints Team oder Joint Forces dann. Ansonsten gerade eigentlich in Extreme Intim Notfall, aber da macht er seinen Job halt nicht, weil das supportet ja nur Pure Saints oder Joint Forces. Mach ein Dragon Ball Broly Movie OST. Gibt Safe Melak, stimmt, du hast recht. Machen wir das mal, weil gerade läuft hier gar nichts, wie ihr seht, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob gerade läuft hier gar nichts, wie ihr seht. Ne, das ist so düster. Moment. Ich hab leider die hier nicht drauf, die ich hatte. Was so spontan hätte, wäre das vom Anfang. Egal, wir lassen das mal. Vielleicht können wir ihn beschwören so. Aber es ist wieder nur der GSSR. Der Falschparagus. HDF. Den hatten wir im ersten Multi. Ja. Global it is. I love Global. Global. Global bestes, beste Version. Und so schnell kommen wir dann zum letzten Multi, Freunde. Lass uns diesen letzten Multi noch entweder heulend bei Nacht abschließen. Oder vielleicht noch mit einem Wunder. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Weil dieser Vegeta-Dupe. Oh! Okay, einen Dokkan exklusiven haben wir. Wir brauchen die goldene Nachtmusik, die läuft im Hintergrund. Einen Dokkan exklusiven haben wir, Freunde. Welcher wird es sein? Welcher wird es sein? Ganz ehrlich, ich sehe schon Super Saiyan 3 Broly kommen eigentlich. Eigentlich, oder? Wenn es Hashtag Broly ist, dann wäre es zu geil. Dann wäre es ein richtig geiler Abschluss. Wir hatten im ersten Multi hatten wir Vegeta. Ist es im letzten Multi der physisch Broly? Take my energy, let's go. Wir wissen, man hat einen Dokkan exklusiven, aber welcher wird es verdammt nochmal sein?
Welche wird es verdammt nochmal sein? Ich weiß, ob ich lachen oder heulen soll bei dem, ohne Spaß. Ja, die ultranzige Musik, die kannst du dir sparen, mein Freund, bei dem Pull. Was war das? GG, so viel Hype für nichts. So viel Hype für nichts, legit. Ach so. Ja, was soll man machen? Was soll man machen? So viel dann zu dem Puls von auf Global. Passiert, passiert. Das ist im Endeffekt RNG, aber wirklich bei allem Respekt nicht schlimm, weil die Puls bei JP, die waren abnormal geil, Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Erfolg und Glück bei Summons, falls ihr noch summon werdet in der Zukunft, sei es auf JP oder Global, Freunde. Wie gesagt, so viel zu einem weiteren Durchlauf beim Vegeta-Banner und das war wirklich ein sehr, sehr geiler Durchlauf. So viel zu einem weiteren Durchlauf bei Broly, war leider nicht so geil, aber dafür war der auf JP umso geiler. Ich hoffe, Freunde, das Ganze hat euch dementsprechend trotzdem gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wenn ihr Bock habt, am Dienstag, wie gesagt, im Legendary-Banner werden wir auch live gehen und dort für die Alias summon. Dann schaltet auch dann ein. Ich wünsche auf jeden Fall noch schon einen schönen Abend, beziehungsweise dann, wenn ihr es auf YouTube anseht, einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.